Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man ein Foto von einem Stadtpanorama am Abend aufnimmt und dann bearbeitet. Also ich bin jetzt in Leipzig und stehe hier auf einem Hochhaus mit einer Aussichtsplattform mit dem Blick über Leipzig. Zusammen mit meinem Fotokumpel hatten wir die Idee, dass wir mal das Stadtpanorama aufnehmen könnten bei Sonnenuntergang. Voilà, hier ist der Sonnenuntergang. Also die Sonne ist hier hinten im Dunst verschwunden, recht unspektakulär. Also so sieht das Foto nach nichts aus. Aber eigentlich hatten wir auch vor, gar nicht so sehr die Sonne zu fotografieren, die zwar auch stimmungsvoll bestimmt gewesen wäre, sondern wir wollten die Lichtstimmung der Stadt am Abend einfangen. Dazu ist eigentlich die Zeit nach dem Sonnenuntergang entscheidend, wenn hoffentlich etwas Himmelsfärbung da ist und wenn aber auch die ganze Beleuchtung angeht. Also insofern, wir haben hier nichts verloren, sondern wir haben die Zeit genutzt, alles aufgebaut und uns schon mal herangetastet. Hier sieht man meine Kamera auf dem Stativ, eine kurze Belichtungszeit bei ISO 100 und das Bild ist jetzt erstmal nicht so spektakulär. So, jetzt habe ich einfach immer ein bisschen was probiert. Man sieht, wie die Sonne sich hier langsam verändert und letztlich im Dunst verschwindet. Und irgendwie wirkt das Ganze relativ langweilig. Das liegt unter anderem auch an den Autos, die man ja einfriert, beziehungsweise die hier ist eine große Kreuzung, an der Ampel stehen und warten. Insofern habe ich gewartet, bis es ein bisschen dunkler wurde und dann geht dann auch die Beleuchtung an. Sie ist jetzt zwar noch nicht so effektvoll, aber langsam kommt man dahin, wo man eigentlich hin will. Die Belichtungszeit steigt auf 2 Sekunden an. Das heißt, man bekommt hier die ersten Lichtzieher, allerdings auch noch nicht so spektakulär. Und jetzt gehe ich einfach mal so durch und lasse euch dran teilhaben, wie sich das Ganze verändert. Also jetzt habe ich Belichtungszeit 3 Sekunden, es wird immer dunkler, 5 Sekunden, 8 Sekunden, 13 Sekunden, 15, hier 20 Sekunden. Jetzt sieht es schon gar nicht mal so schlecht aus, aber ich habe mir überlegt, wenn man noch länger belichtet, dann sieht man gar keine Autos mehr, auch nicht die, die an einer Abbiegeampel zum Beispiel warten. Und man hat viel mehr Lichtzieher als diese vereinzelten. Also offensichtlich hier war jetzt nicht so viel Verkehr, dass man so viel Lichtzieher hat. Denn ich wollte einen zusätzlichen Akzent im Bild haben, da man hier sonst keine Führungslinien oder ähnliches einbauen kann, wenn man an dieser Stelle steht, wo ich nun mal stehe. Insofern, jetzt bin ich bei 30 Sekunden, das sieht schon besser aus. Trotzdem sieht man nur einzelne Autos. Und so dann jetzt letztlich das Bild, das ich dann auch weiter bearbeiten werde. 245 Sekunden, also so circa 4 Minuten Belichtungszeit, das erreicht man natürlich nur, indem man dann noch zusätzlich einen ND-Filter, ich hatte einen ND8 draufgeschraubt, wenn man den benutzt. Dieses Bild lade ich jetzt also in Affinity Photo und dann geht's los. Also ich habe natürlich eine Idee, in welche Richtung ich das Ganze bearbeiten will und mache jetzt mal etwas anders als sonst. Und zwar geht es um den Filter Klarheit. Den finden wir hier unter den Live-Filtern. Und dann Klarheit. Der Filter schärft ja eigentlich ein bisschen. Ich habe aber auch schon andere Funktionen gezeigt, wie bei meinem letzten Video, wo man ein bisschen einen Polfilter damit imitiert, wo er sie verstärkt. Und hier hat der Live-Filter auch eine ganz bestimmte Funktion. Und zwar zum einen das Übliche, dass er ja die mittleren Kontraste anhebt, also das ist es, was er tut, und damit die Zeichnung in diesem gemauerten Turm verstärkt. Das will ich schon mal, das zeige ich mal. Das kommt natürlich gut. Aber mir geht es jetzt auch noch um was anderes und deswegen zoome ich mal wieder raus. Der verstärkt dann eben auch die ganzen vielen kleinen Lichter. Das Ganze wird farbenfroher. Ich hoffe, man sieht es. Vielleicht sollte man mal hier reingucken in das Waldstück. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit der YouTube-Komprimierung sehen kann, wie sehr dort die einzelnen Lichtkleckse hervorgehoben werden. Und deswegen, ich gehe jetzt hier auch tatsächlich mal auf 100% und mache das gleich zu Beginn, weil ich will ja noch ein bisschen was an den Schatten und den Kontrasten verändern. Und das mache ich deshalb mit dem Live-Filter Klarheit hier als erstes. Habe ich ja schon gesagt, ich möchte also hier auch die Kontraste verändern. Das mache ich mal auch gleich als nächstes, bevor ich in bestimmte Töne reingehe. Das mache ich mit der Anpassungsebene Helligkeit Kontrast. Jetzt gucke ich mal, wie viel Kontrast das Ganze verträgt. Man muss nur aufpassen, weil die Schatten, die werden jetzt natürlich wesentlich dunkler. Deswegen gehe ich jetzt hier mal nicht so hoch. Und weil ich das Ganze ja dunkler gemacht habe, kann ich gleich mit der Helligkeit ein bisschen nachziehen und es auch ein bisschen heller machen. Zeige ich hier mal einen Vorher-Nachher-Effekt. Ich hoffe, man sieht es. Zoomen wir mal irgendwo hier ein Stück ran. Das gleiche nochmal mit der Klarheit. Da haben wir
ordentlich was verändert. Was ich jetzt so ein bisschen verändern möchte, was mir nicht so gefällt, wir haben hier das sogenannte neue Rathaus mit der historischen Fassade. Die wird zwar angeleuchtet, ist aber relativ dunkel. Ich möchte also mit meiner Bildbearbeitung das Ganze hier erreichen, dass das alles ein bisschen heller wird, auch das dunkle Dach. Deshalb habe ich jetzt auch keine Bilder gezeigt, die danach entstanden sind. Also da sind auch gar nicht mehr viele entstanden, weil wenn es denn zu dunkel wird mit dem Himmel, dann verschwindet das alles hier nur noch in Schwarz. Dann hat man nur noch Licht und Schatten. Das sieht dann gar nicht mehr so gut aus. Also, wie verändere ich jetzt bestimmte Helligkeitstöne? Das kann ich mit den Gradationskurven. So, nun möchte ich die hellen Töne nicht verändern. Der Turm ist gut ausbalanciert, der ist gut belichtet. Den würde ich jetzt einfach nur überbelichten, wenn ich da was heller mache. Also setze ich hier einen Punkt und verhindere, dass da was verändert wird. Das sind praktisch die mittleren Töne. Da setze ich jetzt auch mal einen Punkt. Den will ich jetzt erstmal noch nicht verändern und nachher selektiv. Und normalerweise setze ich ja den dritten Punkt hier und mache eine S-Kurve. Kann man jetzt auch machen. Ich biete aber mal noch eine andere Möglichkeit an. Denn mir geht es ja speziell um diese Helligkeitswerte hier in der Fassade. Und die kann ich anwählen. Also, ich nehme die Pipette und gehe hier rein. Und jetzt guckt mal bitte, was hier mit meiner Kurve passiert. Ich verändere speziell diese Helligkeitswerte. So, jetzt sieht man, wie sich der Rest ja auch verändert. Also das ganze Bild verändert sich ja. Das möchte ich auch. Aber eben nur diese relativ dunklen Töne, die allerdings nicht schwarz sind. Und da würde ich jetzt mal bis zu diesem Wert hier so rangehen. Und aber nachher, das wäscht aus. Nachher sieht es dann auch nicht mehr gut aus. Also leichte, moderate Anhebung. Und ich habe noch den Gedanken im Kopf, dass ich insgesamt das Bild ein klein bisschen heller mache, ohne die hellen Töne zu verändern. Und das würde ich mal so machen. Wo es mir jetzt nicht gefällt, ist beim Himmel. Ich zeige mal ein Vorher-Nachher. Jetzt gehen mir ja beim Himmel die Farben flöten. Insofern maskiere ich die Veränderung aus dem Himmel raus. Und das mache ich hier ganz leicht mit dem Verlaufswerkzeug. Schwarz heißt rausmaskieren. Also ich möchte das oben hier haben. Mache ich hier oben so einen weichen Übergang. Und dann sind mir die Farben im Himmel erhalten geblieben. Wo ich schon beim Himmel bin, ich würde ganz gerne noch ein klein bisschen mehr Farbe zurückbringen. Das kann man in diesem Fall ganz leicht mit dem Filter Weißabgleich machen. Also möchte ich den Himmel ein bisschen wärmer gestalten, also ziehe ich die Farbe mehr ins Rot und denke mal so bis hierhin. Auch ein bisschen Tönung bringe ich noch hinein, würde ich mal so sagen, bis hierhin. Und jetzt gefällt mir der Himmel ganz gut, allerdings beim Rest des Bildes gefällt es mir nicht. Ich zeige es mal, der Rest des Bildes ist jetzt viel zu warm geworden, sieht jetzt aus wie in einem Glutofen. Also mache ich das gleiche wie eben, nehme das Verlaufswerkzeug und sage, nur umgedreht, es soll sich alles im Himmel abspielen, diese Veränderung. Übergang kann ich recht schmal machen und jetzt habe ich die Veränderung wirklich nur im Himmel. Jetzt stört mich noch so ein bisschen, dass dieser Bereich hier, dieses Haus, heller angestrahlt wird als das eigentliche Rathaus, was ich so ein bisschen als Hauptmotiv hier sehe. Also möchte ich den Blick mehr Richtung Rathaus lenken. Das mache ich, indem ich einerseits diesen Bereich abdunkle und andererseits diesen Bereich aufhelle. Also fange ich mal mit dem Abdunkeln an. Ich möchte also diesen Bereich hier abdunkeln. Das kann ich wieder mit der Belichtung machen. Ich achte jetzt mal nur auf unten und ziehe das Ganze eben jetzt dunkler. Und denke, dass man ja tatsächlich recht hoch rangehen kann. Mache ich es mal bis hierhin. Habe immer noch das Verlaufswerkzeug aktiviert und ziehe jetzt den Verlauf hier unten rein. Mache jetzt auch hier mal ein Vorher-Nachher und finde persönlich, dass es so besser kommt. Ja, dann komme ich jetzt zum letzten Schritt. Ich möchte die Fassade heller gestalten. Das mache ich mit Dodge & Burn. Also, erstmal einen Screenshot. Nenne die Ebene auch Dodge & Burn. Nehme mir dieses Abwedelwerkzeug. Deckkraft muss man individuell gucken. Also ich nehme sie jetzt mal bei 20%. Also nicht zu doll, lieber ein paar Pinselstriche mehr machen, aber damit nicht gleich irgendeine Stelle versauen. Und da ich ja diese Töne hier aufhellen will, stelle ich hier oben mal nicht Schatten ein, sondern Zwischentöne. So, dann wollen wir mal gucken. Leichte Pinselstriche hier rüber und sofort wird die Fassade heller. Ich zeige es jetzt mal nur schnell.
Also wie man sieht, ich muss hier öfter rüberziehen, damit dieser Effekt sich einstellt. Aber man soll sich nicht täuschen. Man sollte zwischendurch das Ganze mal wieder abschalten, weil wir haben schon was verändert. Man muss aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Aber damit es in dem Video schneller geht, mache ich tatsächlich mal jetzt hier auf 30%. Dann würde ich jetzt noch wechseln auf tatsächlich den Schatten und nehme mir so ein bisschen das Dach vor, damit es ein bisschen homogener wird und nicht ganz so sehr in der Dunkelheit sich verliert. Und damit dieser Turm hier oben, der Schatten, ein bisschen aufgehellt wird. Wenn man jetzt ranzoomt, dann sieht man auch mit der Vorschau, was man eigentlich gleich verändert. Insofern, ich zeige es nur mal kurz, damit es nicht so lange dauert. Ein paar Minuten, wenn man es ordentlich macht, braucht man hierfür eigentlich. Das kann man natürlich auch in anderen Bildstellen machen. Jetzt ist die Frage, möchte man hier irgendwas heller machen? Ich eigentlich nicht, außer vielleicht die Fahrbahn. Die Fahrbahn könnte man durchaus noch ein bisschen heller machen. Also ich gehe mal auf Zwischentöne, nehme wieder 20% Deckkraft und fahre mal hier vorsichtig über die Fahrbahn und gucke mal, ob mir das gefällt. Und denke, ja, das sieht ganz gut aus. Also ich zeige hier beim Dodge & Burn mal ein Vorher-Nachher. Und das wäre dann mein Weg, wie man das Ganze hier ein bisschen aufhübscht. Hier haben wir begonnen und hier sind wir gelandet. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, an eurem Ort vielleicht auch mal auf eine Aussichtsplattform zu gehen und zu fotografieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.